Stefanie Härte, Stefan Meross. Ganz erwachsen. So sieht ihre Tochter Johanna heute aus. Johanna Meross kam 2001 als Tochter von Stefanie Härtel und Stefan Meross zur Welt. okmark.de zeigt dir, dass die Tochter des ehemaligen Schlager-Traumpaares sich zu einer erwachsenen Frau gemausert hat. Stefanie Härtel, Stefan Meross. Aus ihrer Ehe entstand Tochter Johanna. Sie galten lange Zeit als das Traumpaar der Schlagerwelt, Stefanie Härtel und Stefan Meross. Kennengelernt haben sollen sich die beiden im Jahr 1991. 3 Jahre später wurde dann aus ihnen öffentlich ein Paar. Noch vor der Hochzeit im Jahr 2006 krönten die Schlagersänger ihre Liebe. Tochter Johanna wurde am 17. Oktober 2001 geboren. Für beide war es ein Wunschkind, wie Härtel einst im Interview mit der Bild erklärte. Johanna ist ein Wunschkind. Ich wollte bewusst Jungmama werden. Das war in unserer Familie so üblich. Ich finde es heute super, eine erwachsene Tochter zu haben, die bereits auf eigenen Beinen steht. Johanna und ich haben ein inniges Verhältnis. Trotz des gemeinsamen Kindes hielt die Ehe von Stefanie Härtel und Stefan Meross nicht für die Ewigkeit, das Paar habe sich auseinandergelebt. 2012 folgte nämlich die Scheidung. Nach der Trennung blieb Johanna bei ihrer Mutter wohnen, pflegte aber dennoch einen guten Kontakt zu ihrem Vater. Auch ihre Eltern führten keinen Rosenkrieg nach dem Ehe aus. Johanna Meross. Das macht die Tochter des ehemaligen Schlagerpaares heute. Mittlerweile ist Johanna Meross kein Kind mehr, sondern steht auf eigenen Beinen. Mit ihrer Mutter Stefanie Härtel und Stiefpapa Lenny Lanner, Härtels zweitem Ehemann, gründete sie die Familien-Country-Band More Than Words. Gemeinsam touren die drei durch den deutschsprachigen Bereich. Dennoch will sich Johanna nicht nur auf die Musik fokussieren, denn sie hat noch eine zweite Leidenschaft, das Backen. Gegenüber der Bild erklärte ihre Mutter 2023, dass ihre Tochter sogar derzeit eine Ausbildung zur Konditorin macht. Johanna macht eine Ausbildung zur Konditorin. Die Liebe zum Backen hat sie wohl von ihren beiden Omas geerbt. Sie arbeitet in einer winzigen Konditorei, backt die schönsten Torten, die auch genauso lecker schmecken. Oft bringt sie uns Tortenproben vorbei. Johanna Meross, Stiefvater Lenny Lanner ist wie ein Papa für sie. Johanna Meross hat gleich zwei Vaterfiguren in ihrem Leben. Zum einen ihren leiblichen Vater Stefan Meross, der auch nach der Trennung für seine Tochter da war. Zum anderen den neuen Ehemann ihrer Mutter, Sänger Lenny Lanner. Die beiden scheinen sich nicht gesucht, aber gefunden zu haben. Denn für Johanna ist Lenny ebenso ein Papa wie auch Stefan. Das machte die auch deutlich. Als sie 2020 mit folgenden Worten dem Country-Musiker zum Vatertag gratulierte: Du bist, sowas wie, der beste Vater auf der Welt.